Hallo Leute, weiter geht's mit Age of Wonders 4. In der letzten Folge haben wir unter anderem gelernt, was Rekrutierungspunkte sind und haben auch, war das in der letzten Folge? Ja, ich glaube, hier oben gegen diese Schweine gekämpft und sind jetzt unterwegs zum nächsten Ort, wo wir die Quest, eine Quest lösen wollen. Zauberbreit, was? Fünf Zauber, ja, ich weiß, aber wir haben mal doch so wenig Mana. Ey, können wir uns einfach nicht leisten. Also, dann würden wir Minus Mana machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel spaltende Klingen nehmen würden. Straßenbau, ja, brauchen wir jetzt nicht hier. Hä? Abbrechen, wartet mal, wieso? Wenn wir so lang laufen, dringen wir doch nie in das Gebiet von denen ein. Bleibt doch mal ganz unruhig. Oder am Ende können wir doch nicht hier drüber laufen. Kann natürlich auch sein. Ja, wir werden sehen. Was macht denn hier der Flüsterstein? Der müsste doch bald mal. Aha, schaut mal, Kooperationspakt in einer Runde. Dann irgendwann kann man doch durch das Gebiet von denen rennen. Kooperationspakt. Ha, seht ihr mal, in einer Runde öffnen die nämlich auch ihre Grenzen. Befehle erforderlich. Ach, hier das. Ja, hier, der Nachtwächter ist hier angekommen, den wir hier über diese Vasallenmobilisierung bekommen haben. Den Bannerträger hier mit reinnehmen. Die Armeen legen wir hier mit Regna zusammen. Stufe 2 Armeen, Einheiten. Das habe ich übrigens umgeändert. Offline mal, dass man sieht, was, also was nicht vom Nebel des Krieges verdeckt ist, dass wir da die Bewegung sehen. Beziehungsweise was in unseren Gebieten oder in unseren verbündeten Gebieten passiert. Da gibt es eine Einstellung. Ich zeige euch das mal. Beobachtungsmodus. Wenn diese Option aktiviert ist, richtet sich die Kamera auf automatische Bewegung und Einheitenbewegung in deinem Sichtfeld. Finde ich ganz praktisch. Verhandlung erfolgreich, das ist der Kooperationsvertrag. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch durch das Gebiet von denen rennen. Extrem langsam, Mann. Eilbeeren erhalten. Was machen denn Eilbeeren? Die Frucht des Eilbeerstrauchs wächst in Sekundenschnelle mit einem ploppenden Geräusch, das fast wie Musik klingt. Diejenigen, die die Frucht verzehrt haben, sprechen von einem prickelnden Gefühl und einem pikanten, würzigen Geschmack sowie davon, dass ihre Glieder sofort leichter werden. Roderick Finnwing, heimische Pflanzen und ihre Anwendungsmöglichkeiten. Teil 1: Medizin und körperliche Verstärkung. Das Gründen, Besiedeln und Übernehmen von Städten dauert nur 2 Runden weniger. Ah. Imperiale Essenz, wenn wir alle drei haben hier. Cool. Wo haben wir die Eilbeeren aber her? Von hier? Das frage ich mich gerade.
Wir haben das jetzt mit denen nicht gehandelt und der Kooperationsvertrag. Ja, wir können es nur handeln, aber wir haben es ja noch gar nicht gehandelt. Also haben wir das woanders her, oder wie? Ja, wir haben das von hier. Denke ich mal. Bekommen wir die Silberzungen und auch das hier. Oh nö. Das habe ich so lange rumgepimmelt. Deswegen. Oh, ich bin so eine Nuss. Die haben den Nexus beansprucht. Ist das richtig? Nee, doch nicht. Hier unten der Nexus ist auch noch da. Okay. Jetzt möchten wir uns aber. Aber trotzdem haben die das Gebiet beansprucht. Deswegen haben die Eilbeeren. Trotzdem möchten wir uns hier jetzt mal beeilen, weil den Nexus, das wäre schon nicht schlecht, dass wir den bekommen. Wir haben ja ohnehin immer Mana-Probleme und wir brauchen den auch für ein bestimmtes Bauwerk. Das Ding ist aber, dann geht die Stabilität noch weiter nach unten. Ja, dann ist es halt so. Ich will das Risiko jetzt hier nicht eingehen. Komm, wir investieren das und gönnen uns hier den Nexus. Ja. Dann können wir dieses Gebäude hier bauen. Ich weiß nicht mehr, welches Gebäude das war. Der Monolith, oder? Ja. Drei Steinbrüche haben wir. Dann gönnen wir uns den Monolithen. Oh, so viel Gebäude zu bauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wären immer mehr statt weniger. Badehaus wäre halt auch krass. Plus 4. Wir haben genügend Gold. Vielleicht können wir uns irgendwas leisten. Monolith 4. Ja, komm. Monolith. Oh, 614. Verdammte Hacke. So viel Gold haben wir nicht. Dann müssen wir abwarten. Abwarten und Tee trinken. Dann heißt es jetzt Truppen ausheben. Bogenschütze wäre nicht schlecht. Gönnen wir uns noch ein. Hä? Befehle erforderlich? Sagt bloß, ihr kommt hier nicht lang. Na, wartet mal. Nächste Runde werden wir sehen dann. Die haben wir losgelassen. Genau, geht zu unseren Gegnern hier drüben. Tornil. Was ist denn das hier? Unbekannte Streitkräfte. Streckt er schon seine Fühler hier in die Richtung aus? Könnte durchaus sein. Wir werden mal kurz das Automatische hier abbrechen. Weil ich will wissen, was das für eine Armee da ist. Ja, das sind echt die Truppen von ihm. Was hat denn der so? Das Stärkste werden sicherlich noch die Helden von dem sein. Stufe 3 Held. Stufe 1 Einheit. Stufe 1 Einheit. Ich mach mal platt. Ja, kommen wir nur hier hoch oder nicht? Es kostet halt unendlich viel Bewegungspunkte. Wisst ihr was? Dann lasst doch hier durch das verbündete Gebiet gehen. Was soll das denn? Am Ende kommen wir da oben gar nicht lang. Neue Reichsentwicklung verfügbar. Was denn? Das hier oben. Vasallen liefern plus 10 Gold als Tribut. Wow, das ist nicht schlecht. Je mehr Vasallen man hat, umso mehr Geld kriegt man.
Das nehmen wir auf jeden Fall. Uns fehlen halt nur die Imperiumspunkte. Die müssen wir dann austauschen hier. Behaarung ist erforscht. Schön. Verstärkungszauber. Seelsorger. Unterstützungseinheit. Heilendes Gebet. Segen. Seelenstoß. Vierer Reichweite. So viele Bogenschützen brauchen wir gar nicht, weil wir haben halt auch viele Unterstützungseinheiten, die auch Schaden machen können. Rittersiegel. Ah, das ist mit dem Zusammenstehen. Es sind mittlerweile auch vier Einheiten in unserer Armee, die das gebrauchen könnten. Kostet halt wieder Mana. Zorn der Gläubigen. Feindliche Ziele an der letzten. Ach so, das ist das hier, ja. Wie viele gläubige Einheiten haben wir, ist die Frage in unserer Armee. Kann ich nie sagen. Rittersiegel, Seelsorger. Wir nehmen das mit dem Rittersiegel. Mit dem Zusammenstehen. Marschieren die hin jetzt mit ihren Truppen? Wollen die uns Besuch abstatten? Was sein kann, dass sie die hier abfangen wollen? Wer weiß, wer weiß. Mana-Knoten. Ist das unsere Mana-Knoten? Ich schätze schon, oder? Ihr könntet euch mal verdünnisieren hier. Freie Stadt kann integriert werden. Jetzt wird's interessant. Knollmoch. Was kostet uns das? Ach, du grüne Neune. 300 Imperium. Da kannst du aber sparen. Florierendes Vasallentum. Und hier hinten? Höchstes Vasallentum. Dann können wir noch einen zweiten Helden rekrutieren, ohne dass wir Rekrutierungskosten, also Unterhalt für den bezahlen müssten. Also diese 30, ihr wisst schon, diese Strafsache. Ich würde die ganz gern integrieren. Einfach mal, um zu schauen, was denn dann besser ist. Außerdem ist es eine Aufgabe hier. Gut, wem nehmen wir raus? Wir haben jetzt Nachtwächter, Stangenwaffeneinheit und ein Verteidiger. Ein Eisengolem? Wo haben wir den her? Hä? Ach, das ist der Kupfergolem, oder? Der dann aufgestiegen ist, oder was? Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich ja. Der Kupfergolem wird zum Eisengolem. Nee, kann nicht sein. Hä? Wo haben wir den Eisengolem her, Leute? Ich bin verwirrt. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, aber das kann doch eigentlich nur der Kupfergolem sein, oder? Weil der Kupfergolem ist weg. Wann ist das denn passiert? Ich habe echt keine Ahnung. Passiert das denn irgendwann? Wow. Deswegen bezahlen wir auch so viel Mana jetzt wieder hier. Da kostet halt noch 20 Unterhalt. Aber sowas muss einem doch gesagt werden. Also ich kann mir das jetzt nur so erklären. Dass der dann halt irgendwann zu einem Kupfer, zu einem Eisengolem aufsteigt.
Feine Sache. Stufe 3 Einheit. Unsere erste Stufe 3 Einheit. Yay. Also, Bannerträger, Unterstützungseinheit, die bleibt drin. Den Welpen nehmen wir raus. Und dafür nehmen wir die Pikeniereinheit rein. Den Bogenschützen lassen wir auch noch drin. Warum? Weil wir keine bessere Fernkampfeinheit jetzt im Moment hier vor Ort haben. Deshalb. Lasst uns mal durch hier. Der Birn. Mit der Truppe gehen wir zurück und können dann hier eine neue Armee irgendwie zusammenbasteln. Und wir müssen Imperium sparen, weil wir Knoll Moch integrieren wollen. Bin gespannt, was mit den Einheiten passiert. Ob wir die dazu bekommen. Das haben wir hier erforscht. Das Gebiet. Wir lassen die hier mal noch vor Ort, weil ich sehen will, was die hier vorhaben. Genau, greift die an. Ätzender Schleim. Irgendwas. Was passiert hier? Wahre Identität. Ein Reisender ruft dich um Hilfe an. Er wurde übel zugerichtet und zum Sterben zurückgelassen. Sein Akzent verrät, dass er aus Hochthron stammt. Ich glaube, die haben Krieg gegen uns. Isriel Arial, der Magistrat von Hochthron, befindet sich im Krieg mit dir. Genau. Offenbar wurde der Reisende von deinen Kriegern aufgegriffen. Und prompt, was? Misshandelt? Ein Zittern durchfährt den Reisenden. Sein Tod ist nahe. Leise flüsterte er zu: Bitte helft mir. Ich bin Ensas Arial, Sohn von Isriel Arial. Wie reagierst du? Ärzte anheuern? Oh, Einberufung blockiert für 2 Runden. Gute Tat eines Charakters. Die Einstellung würde zu gut gehen. Den Sohn deines Feindes als Gefangenen wieder aufpäppeln. Wachstum wäre blockiert. Wir bekommen den als Gefangenen in unsere Hände. Ignorieren. Ensas Ariel wird in die Gruft von Regner dem Güldenen gebracht. Oder wir enthaupten ihn und schicken den Kopf an Isriel Arial. Alle von Hochthron kontrollierten Einheiten erhalten verringerte Moral. Geringfügig. Ja, wir. Geht jetzt halt darum, in was für eine Richtung wir gehen. Also nett, gut oder böse. Wir werden eins von den zwei nicht ganz so krassen Sachen machen. Also entweder als Gefangenen aufpäppeln oder ja doch, wir werden ihn als Gefangenen aufpäppeln. Das blockiert das Wachstum nur eine Runde. Das ist okay. Dann haben wir den Gefangenen. Einstellung gut. Zehn. Also, ich will mich vorher nicht so festlegen, in welche Richtung wir gehen. Wir machen das so ein bisschen davon abhängig, wie die Situation gerade ist. Vielleicht auch ein bisschen Roleplay-mäßig. Und was einfach das Beste für unser Imperium ist. Im Endeffekt wollen wir ja ohnehin alle beherrschen. Einstellung geändert zu gut. Ja. Der Typ wurde gefangen genommen hier. Freiheit gewähren. Erstmal machen wir jetzt gar nichts hier mit dem.
Befehle erforderlich. Das sind die Truppen. Die sollen sich ja wieder zu unserer Stadt bewegen. Und hier wollen wir zu dieser Quest da. Was ist das denn? Brauender Oger. Wir lassen die Armee mal hier vor Ort. Ihr wisst, wir wollen nachgucken, was die hier machen. Bewegung kann beendet werden. Wir sparen halt auf die 300 Imperium, um Knollmoch zu integrieren. Kein Dunst, was die machen. Die pimmeln hier rum. Dann pimmelt weiter rum. Wir schicken das Schiff hier wieder auf Erkundung, beziehungsweise den Speer. Eine Plage schickt Invasionsstreitkräfte. Na, ganz toll. Die können also auch Invasionsstreitkräfte. Also das steht dann direkt da. Aha. Schön. Ganz toll. Blöde Plagen. Greift mal Flusshof an. Die haben ja auch hoffentlich Armeen hier vor Ort. Ein anderer Herrscher wurde beschuldigt. Es sollen alle wissen, dass Necron der Auferstandene mich hintergangen hat. Necron der Auferstandene hat mein Reich beleidigt. Aha. Die ist auch nicht so gut zu sprechen auf dem. Uns gegenüber gleichgültig. Zauber bereit zum Zaubern, ja. Wir haben den Monolithen produziert, deswegen jetzt auch wieder so viel Mana. Das ist natürlich schön. Dann werden wir uns das Badehaus mal gönnen. 40 Stabilität dazu ist einfach unfassbar gut. Und wir brauchen auch noch neue Einheiten. Und Bogenschützen hatten wir ja schon, aber wir fangen im Grunde genommen schon die dritte Armee an, jetzt zu produzieren. Noch einen Verteidiger? Ja, komm. Ich möchte noch mal hier was nachgucken, ob hier noch irgendwas dasteht. Kupfergolem. Champion entwickelt Eisengolem. Tatsächlich. Aber der ist noch gar kein. Vielleicht war der Kupfergolem ein Champion. Und jetzt fängt der Eisengolem ja wieder bei Null an. Das ist ja. Das finde ich super, sowas. Da haben wir halt einen Eisengolem drin. Genial. Spaltende Klingen. Wir gönnen uns mal noch diesen Wegfinderzauber für unsere Speer. Dauert noch eine Runde, dann ist das fertig. Die Truppe schicken wir wieder zurück hier. Ist die Armee jetzt ready? Im Grunde genommen ja. Könnte man die auch losschicken. Aber wir brauchen einfach noch einen Helden. Wir könnten die auch so jetzt losschicken, nur dann haben wir ja die ganze EP-Punkte für den Helden, die diese Einheit dann generieren würde, also diese Armee generieren würde, verschwendet. Da bleibt die einfach mal noch mehr ein bisschen stehen. Ihr bleibt stehen und ihr bleibt hier auch stehen. 625, 275. Haben die Truppen hier irgendwas Besonderes? Schaden. Zermalmenden Pein.
besteht die Chance, dass sie sofort stirbt. Oh, wie ich sowas hasse. Solche Fähigkeiten, du. Das ist wie. Irgendeine andere Einheit hatte das auch. Können sich halt auch durch Hindernisse durchbewegen. Das wird total nervig, gegen die zu kämpfen. Ja, wir müssen. Attacke! Oh. Begegnung mit Vorboten des Unglücks. Wir können vielleicht vorher noch irgendwas anderes machen. Also, irgendwas noch rausnehmen. Nach langem Marsch mit der Armee den umherstreifenden korrupten Seelen gegenüber. Der Anblick der furchtbaren Kreaturen erfüllt die verfluchten Gröligen deiner Armee mit Furcht. Die ohrenbetäubende Stille verrät das Zögern deiner Truppe. Ihre Moral wird nicht genügen. Aha, machen Sie sich zum Angriff bereit. Was tust du? Wir können sie angreifen und halt, ja, minus 10 Moral bekommen. Das geht natürlich in die Richtung wieder von diesen, ja, dass man halt sofort dann. Dass eine Einheit sofort sterben kann, je geringer deren Moral ist, oder? Eine Belohnung für den, der mir den Kopf der korrupten Seelen bringt. Verliert 128 Gold. Und wir können es zurückziehen. Wenn ich das richtig verstehe, wenn wir die 128 Gold bezahlen, dann bekommen wir hier nicht entmutigte Angreifer. Wir bezahlen die 198 Gold. Es ist ein sicherer Kampf, ich will es aber trotzdem manuell machen, durch diese beknackte Fähigkeit da von denen. Moral ist neutral. Heldeneinheiten wird das ja wohl nicht gelten. Unsere Eisengolem soll da nicht drauf gehen durch so einen Mist. Das wäre richtig dumm. Frostschaden. Die brauchen. Drei Aktionspunkte, um das zu wirken. Verteidigungsmodus, Hoffnungslosigkeit. Untermoral, plus 1 Verteidigung, plus 1 Widerstand. Hindernisse und Schatten. Minus 2 Geistwiderstand. Glitschig, flüchtig. Was ist ein Glitschig? Kein Gelegenheitsangriff löst diese Einheit aus. Ja, das ist ja auch nervig. Flüchtig. Diese Einheit lässt sich nicht durch eine feindliche Kontrollzone aufhalten. Oh, ich sowas hasse. Nur nerviges Zeug, was die ja. Echt. Es steht nicht da, dass es nur gegen lebende Einheiten ist. Also, wenn unser Eisengolem hier drauf geht, durch so einen Quack. Dreht durch. Aber wir haben nichts. Oder haben wir irgendwas, um die aus der Entfernung halt platt zu machen? Doch, wir haben diesen Kampfzauber. Wir bleiben einfach mal stehen, oder? Aber wir sollten doch schon versuchen, eine Phalanx zu bilden. Zusammenstehen, habt ihr gesehen? Bekommen sie. Und die Truppe geht auch ein Stück weiter nach vorne. Und ihr haltet hier die Stellung. Wir warten mal ab, mal gucken, ob die uns entgegenkommen. Machen sie. Alles klar. Aber, Leute, ihr könnt es euch sicherlich denken. Wieder mal ein kleiner Cliffhanger. Wir warten ab. Bis morgen. Bis zur nächsten Folge. Und dann geht es ja weiter mit dem Kampf. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, ebenfalls Däumchen nach oben. Und rechts oben und rechts unten gibt es natürlich noch wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen. Wie oft will ich eigentlich noch uns sagen? Und. Ciao, ciao.